Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir werden heute den Joey sattelfest machen, beziehungsweise wir reiten heute aus. Und ja, ich habe gerade die Bandagen runtergemacht, weil es ist ja in letzter Zeit ein bisschen wärmer geworden. Und ja, genau. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und nehmt das Video auch nicht so ernst. Ja, genau. So Leute, wie gesagt, habe ich die Bandagen runtergemacht und ja, ich putze es nochmal hier schnell drüber und ja, wir reiten dann aus und ja, genau, ich nehme euch ein bisschen mit. So Leute, wie schon gesagt, ich nehme nie den Gummistriegel, also ich habe keinen Gummistriegel aus, der ist aus Hartplastik, also ja, das ist jetzt nicht der Gummistriegel, den ich jetzt hier gerade habe, sondern ja, ich verwende nie den Gummistriegel, weil, also den Plastikstriegel, ich kann ihn euch nochmal zeigen, weil nämlich das ist ein bisschen zu hart und hier sieht man es auch schon, da hat hier der kleine Mann schon mal ein bisschen viel abbekommen. Ja, deswegen, ja, ich zeige ihn euch jetzt einfach mal schnell. So Leute, hier ist der Hartplastikstriegel und ja, es ist auch ziemlich laut und deswegen nehme ich jetzt immer die Kadetsche als erstes und ja, den benutze ich gar nicht. Ja. So Leute, ich fange jetzt mal an zu putzen. Und ja, wenn ihr das kennt, ist manchmal hier ein bisschen Staub drin. Und ja, deswegen lohnt sich es auch manchmal zu putzen. Also ja, genau. Dann kann man nämlich auch noch ein bisschen den Staub rausbekommen. Und es ist halt ein bisschen praktischer, weil das sieht ja jetzt nicht so schmutzig aus. Also schmutzig ist er eh nicht, aber halt so staubig. Ja. Ich denke, ihr kennt es, wenn ihr ein Holzpferd habt. Ich weiß es gerade nicht, ob ich schon mal nochmal... ob ich es noch schon mal jetzt gerade eben gesagt habe. Ja. Und hier sieht man es auch. Das da schon. Was passiert ist. Ja. Genau. Ja, ich putze es noch ein bisschen drüber und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, wundert euch nicht, dass ich das hier eingeflochten habe. Also nicht eingeflochten, halt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt. Also Fliegenhaube ist es nicht. Das ist, keine Ahnung, wie das gerade heißt. Ja, schreibt es mal in die Kommis, wie man das nennt. Vielleicht... Ist es auch eine Fliegenhaube? Nee. Also Fliegenhaube ist irgendwie so ein Ding, was über den Kopf kommt. Ja, also schreibt es in die Kommis. Helft mir auf die Sprünge. Ja, mit meinem Pferdewissen. Nee. So. Also. Ja. Es ist immer so. Sieht man wieder hier nichts. Egal. Ja. Und hier ist er auch ganz schön verstrubbelt. So, und jetzt machen wir ihn gleich sattelfest. Also, ja, ich denke, wir reiten ohne Sattel. Ja, wir reiten halt einfach nur mal mit Trense. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn man das Halfter abmacht, dass es dann wieder so aussieht. Man hat das gerade so schön gemacht. Und ja, es sieht dann immer so aus. Ja, deswegen käme ich auch nicht so gründlich die Mähne. Weil, wie gesagt, es bringt nicht so viel, außer man hat gerade keine Halfter an. Ja. Ich zäume ihn jetzt erstmal auf. Und ja. So, Leute, ich habe ihn jetzt fertig gemacht. Und ja, falls ihr mal ein Crema-Haul haben wollt, schreibt Hashtag Crema-Haul in die Kommis. Und ja, genau, ich überlege es mir nochmal, ob wir dann mal ein Crema-Haul machen. Und ja. So Leute, jetzt kommt hier das Finale, weil nämlich ich muss hier hoch auf den Rücken mit der Kamera. Also ja, ich weiß nicht, wie das so gehen soll. Entweder nehme ich hier den Stuhl oder ich springe drauf mit der Kamera. Also ja, ich muss mir erst nochmal überlegen. Also drücke die Daumen, dass ich überhaupt hier auf den Joey hier raufkomme. Und ja, ich probiere es jetzt einfach mal. So Leute, ich sitze tatsächlich drauf mit der Kamera. Ich hätte das nicht gedacht, dass ich das schaffen werde. Und ja, wir reiten jetzt noch mal ein bisschen aus und ich nehme euch jetzt einfach dann mal mit.
So Leute, ja, wir reiten jetzt mal kurz in den, also wir reiten jetzt im Trab. Und ja, also ich habe jetzt hier gerade keine Zügel, weil nämlich der Joey, der ist so lieb, deswegen, ja. So Leute, und ja, so sieht von hinten aus das Ganze. Und ja, so Leute, wir waren noch ein bisschen ausreiten. Und ja, damit würde ich auch das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich auch riesig freuen über ein Abo. Und ja, wenn es euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne einen Daumen hoch geben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.